Liebe Genossen, Genossen, ich bin gerade aus Wien heute früh gekommen, deshalb ein bisschen später. Dort war ein Workshop von Parteien, progressive Kräfte Europas vereinigt euch. Bloco Izquierda aus Portugal, Izquierda Unida aus Spanien, Podemos aus Spanien, Deutsche Partei Die Linke war vertreten und Gastgeber war Transform, das bildungspolitische und wissenschaftliche Forschungsverbundsnetzwerk der linken Kräfte in Europa bei der Europäischen Linkspartei angesiedelt, die österreichische Partei Der Wandel, eine Komponente des Bündnisses in Österreich bei den letzten Europawahlen, zu dem Der Wandel, die Piraten in Österreich und die Kommunistische Partei Österreichs gehört haben. Und dort ging es um Strategien, Strukturen und notwendige Veränderung in der Zusammenarbeit zwischen linken Parteien, zwischen linken Parteien und sozialen Bewegungen, zwischen linken Parteien und Gewerkschaften. Doro, du hast recht, wir müssen weiterhin gut zusammenarbeiten. Und wie kommuniziert sozusagen diese linke Kraft, diese linken Kräfte in Europa ihre Angebote in die Gesellschaft? Also auch ein Thema, das unseren Landesparteitag unmittelbar betrifft. Und deshalb gestattet mir, dass ich auch sozusagen diesen Aufhänger genutzt habe, um einen Punkt europäischer Politik hier anzusprechen. Nächste Woche ist der nächste EU-Rat, wieder ein Gipfel. Dort soll nun final sozusagen die mögliche Lösung einer europäischen Lösung besprochen werden. Und Österreich hat einen Tag nach dem letzten Gipfel die Grenzen geschlossen. Und in der Kette der Schließung der Grenzen in Österreich hat natürlich auch zur Schließung der Grenze zwischen Mazedonien und Griechenland geführt. Im Hinterkopf dahinter steht, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, also der Europäische Rat insbesondere, nicht in der Lage sind, miteinander vereinbarte Verpflichtungen, Vereinbarungen und auch die gesetzliche Grundhaltung der Europäischen Union einzuhalten und umzusetzen. Und das Europäische Parlament ist die Struktur, die einzige Institution, wo zumindest wahrnehmbar noch mehrheitlich die Abgeordneten sich für eine solche europäische Lösung aussprechen. Was heißt das jetzt konkret für uns? Wir fordern als Linke und als GUE/NGL, in der letzten Woche haben wir dazu eine Sondersitzung gehabt in der Fraktion mit einer strukturierten Debatte, wie gehen wir mit dieser Herausforderung der Flüchtlingspolitik eigentlich als Linke auch in den verschiedenen Mitgliedstaaten und dann der gemeinsamen Erarbeitung von alternativen Angeboten um. Und dort ging es nochmal ganz deutlich, auch in unserer Message down, dass wir legale und sichere Wege in die EU fordern und ermöglichen müssen, um Flüchtlingen und Griechenland zu helfen, beiden. Und das ist eine hehre Forderung. Das heißt, wir müssen sie in den Ausschüssen, und zwar in allen Ausschüssen, zum Maßstab des Handelns des Europäischen Parlaments gegenüber sozusagen dem Rat, gegenüber der Kommission und auch umgesetzt dann wiederum gegenüber den nationalen Parteien machen. Das will ich hier ganz explizit sagen und insofern bin ich bei allen Aussagen dieses Landesparteitages, die deutlich machen, jawohl, Solidarität mit den Menschen, die zu Flucht gezwungen sind und Solidarität auch mit jenen Kräften und jenen Regierungen, die versuchen, genau diese Politik sozusagen so aufzustellen, dass Flüchtlinge ankommen können, dass wir also Refugees Welcome aussetzen können. Dazu gehört auch die Umsetzung der Verpflichtung Safe Passage. Das heißt, wir müssen auch darüber nachdenken, was ist denn, wenn die Grenze geschlossen bleibt die nächste Woche? Was passiert mit den Menschen dann in Griechenland? Ist der Rat gewillt, zusätzliche Gelder zur Verfügung zu stellen? Wo kommen die Gelder her? Der EU-Haushalt ist beschlossen, ist klare Sache. Das heißt, er wird zulasten anderer geplanter Ausgaben, auch in der Struktur- und Kohäsionspolitik, in der Beseitigung der Jugendarbeitslosigkeit, da gibt es ein Sonderprogramm und sich eventuell auswirken. Und deshalb fand ich es gut, dass er letzte Woche, war die gesamte Landesregierung in Brüssel. Und sie hat eines der Themen, die dort angesprochen waren, mit Gesprächen in der Kommission, in Gesprächen im Europäischen Parlament, mit vielen anderen, auch dem Auswärtigen Dienst. Wie soll die Struktur- und Regionalpolitik nach 2020 aussehen? Denn jetzt werden die Programme entworfen. Jetzt wird zusammengetragen, welche Forderungen gibt es aus den Mitgliedstaaten. Und da bin ich bei Griechenland.
Der Beschäftigungspolitische Ausschuss des Europäischen Parlaments hat gegen den Widerstand vieler einen Arbeitsausschuss gebildet, in dem die Abgeordneten die Begleitung der von den Institutionen, also IWF, Kommission, Zentralbank, begleitet, kritisch begleitet. Was bedeutet die Umsetzung der Sparauflagen für die Bevölkerung, für die Arbeits-, also für die werktätige Bevölkerung in Griechenland selbst? Ein ganz wichtiges Anliegen, und ich finde es deshalb auch gut, dass es weitere Projekte gibt, wo wir gucken, wo können wir durch partnerschaftliche Kooperation mit griechischen Verantwortungsträgern in der Regierung, mit gewählten Abgeordneten in den Parlamenten, und zwar auf der nationalen wie auf der regionalen Ebene, zusammenarbeiten, um Verwaltungsstrukturen zu verschlanken und zu verbessern, wo wir überlegen, wie kann die Steuerstruktur, die gefordert wird, auf den Weg gebracht und die real dann nicht sozusagen die Umverteilung von unten nach oben, sondern von oben nach unten mit ermöglicht. Also auch das ist ein Thema, was im Europäischen Parlament durchaus ganz enge Bezugspunkte hat, in die Landesebenen mit hinein. Und abschließend vielleicht noch ein Wort. Ihr wisst, CETA, TTIP und TISA sind so die Themen, die ich habe. TISA heißt übrigens das Abkommen zum Handel mit Dienstleistungen. Der Europaminister des Landes hat mich extra gebeten, das hier so auszusprechen, weil er ist der Berichterstatter zu diesem TISA-Abkommen im Ausschuss der Region. Und er hat es geschafft, dass ein sehr kritischer und verpflichtender Bericht aus Sicht des Ausschusses der Region die weitere sozusagen Verhandlungsführung mit begleitet, dort deutlich macht in der Öffentlichkeit, was ist aus Sicht der Region unbedingt zu beachten oder was ist zu verhindern. Und wir haben im Europäischen Parlament ja auch ein parlamentarisches Netzwerk querbeet durch Europa angeregt. Wir sind im Aufbau, wir sind in seiner Entwicklung. Und neben dem TISA-Abkommen, also dem Dienstleistungshandelsabkommen, haben wir gegenwärtig das CETA-Abkommen, das umfassende Wirtschafts- und Handelsabkommen EU-Kanada. Das ist seit 3 Tagen öffentlich. Ihr könnt es alle nachlesen im Netz, 1800 Seiten. Mit sehr spezifischer, nicht unbedingt leichter Lexik. Und wir haben TTIP. Und nach der 12. Verhandlungsrunde, gestattet mir hier zu sagen, werden wir damit konfrontiert sein, dass aus Sicht der Verhandlungsdelegation EU-USA bis zur Sommerpause erstmalig der gesamte Text in den sogenannten vorläufigen Verhandlungsstrukturen vorliegen wird. Das heißt, die Phase unseres Aufbegehrens gegen dieses TTIP kommt in die entscheidende Phase, in die entscheidende Schlacht. Wir müssen uns also anstrengen, den Widerstand gegen TTIP zu erhöhen, deutlich zu machen, was steckt da wirklich drin. Das ist natürlich auch eine Forderung an uns selbst, das zu kommunizieren. Und in dem Sinne glaube ich, dass wir die gute und enge Zusammenarbeit, die wir mit der Arbeiterkammer Österreichs, mit dem Europäischen Gewerkschaftsbund, mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund hatten, was sich ja auch auf der Demonstration in Berlin im vergangenen Jahr zum Ausdruck gekommen ist, fortführen, um zu verhindern, dass TTIP final noch bis zum Ende der Obama-Administration unterschrieben sein wird. Danke.